Liebe Freunde, willkommen zu einem neuen Video. Ja, in der heutigen Folge geht es um meine Maschinen. Warum ich das tue, warum ich euch meine Maschinen vorstellen möchte, das ist eure Bitte gewesen, beziehungsweise euer Wunsch gewesen. Ich habe nämlich viele, viele Anfragen bekommen über E-Mail, Instagram, Facebook, YouTube, in den Kommentaren, ob ich mit den Maschinen zufrieden bin, welche ich besitze und ob ich sie mir nochmal kaufen würde. Ja, da habe ich mir gedacht, bevor ich da jetzt irgendwie gefühlte 5000 Fragen und Nachrichten beantworte, mache ich einfach ein schönes, kompaktes Video, womit ich eure Fragen vielleicht so ein bisschen beantworten kann. Ich werde nicht gesponsert von keinem dieser Hersteller. Ich werde nicht dafür bezahlt. Ich habe mir die Maschinen alle selbst gekauft. Alles andere, würde ich sagen, sage ich dann gleich im Video. Legen wir los. Fangen wir doch mal an mit der Tischkreissäge. Warum habe ich mir diese Tischkreissäge damals gekauft? Ja, ich war auf der Suche nach einer vernünftigen Säge. Ich hatte davor, bevor ich mit YouTube angefangen habe, hatte ich die PTS-Säge gehabt, mit der ich sehr unzufrieden war. Ich habe sie dann wirklich für ein Appel und Ei abgegeben, weil ich so genervt war. Habe dann von jetzt auf gleich die GTS-10 bestellt. An der hier schätze ich einfach hier den Parallelanschlag. Der Anschlag, der ist präzise. Der Winkelanschlag ist bei der hier auch nicht so gut zu gebrauchen. Da muss man ein bisschen rumfummeln, rumhantieren. Das ist ab Werk so. Das Problem hat irgendwie jeder. Ja, das Sägeblatt, wie gesagt, da ist aktuell ein feines Blatt drauf, beziehungsweise für feinere Schnitte, Querschnitte. Da würde ich euch empfehlen, wenn ihr euch so eine Säge kauft, kauft am besten zwei neue Blätter mit dazu. Das heißt einmal für Längsschnitte mit einem groben Zahn und für Querschnitte mit einem feinen Zahn. Ja, viel will ich dazu auch nicht sagen. Falls ihr, wie gesagt, irgendwelche Details, irgendwelche technischen Daten wissen wollt, lesen wollt, dann schaut einfach mal im Internet. Da gibt es sehr, sehr viele Informationen. Es gibt natürlich auch andere YouTuber-Kollegen, die darüber ein Review gemacht haben. Schaut einfach mal bei Mr. Handwerk. Ich bin mit meiner Tischkreissäge sehr zufrieden. Kann ich nur weiterempfehlen. So, wenn wir schon mal mit einer Säge angefangen haben, machen wir mit der Tauchsäge weiter. Und zwar ist es diesmal keine Bosch. Das ist eine Festool TS55RQ, eine wirklich sehr, sehr präzise Säge in Verbindung mit der Führungsschiene von 1,40 m. Das war dann halt auch in dem Bundle drin, in dem Set drin. Die hat, ja, wie der Name es ja auch verrät, 55 ist, glaube ich, für die Schnitttiefe 55 mm. Das heißt, glaube, das ist so. Die hat ordentlich viel Kraft, arbeitet wirklich sehr zuverlässig, präzise, saubere Schnitte, Führungsschiene. Zwingen sind dabei im Sustainer für den Preis. Ich weiß jetzt nicht, was die aktuell kostet, die Säge. Ich habe damals knapp 400 Euro bezahlt. Warum keine Bosch? Weil ich ja sonst viele Bosch-Geräte habe. In dem Fall habe ich mich wirklich für die Festool entschieden, weil ich die nämlich testen durfte im Voraus. Und die hat mich einfach überzeugt. Deswegen habe ich mich dafür entschieden. Säge Nummer 3. Was man damit machen kann, ja, das brauche ich euch sicherlich nicht zu erklären. Auch aus dem Hause Bosch, Bosch Blau, drei- oder viermal im Einsatz gehabt, nicht so oft, habt ihr auch wahrscheinlich nicht so oft in meinen Videos gesehen. Da gibt es einmal den kleineren und auch den größeren Bruder. Ich habe mir genau das mittlere Modell geholt, denn für einen Heimwerker reicht diese Säge. Da war ein Set von Sägeblätter dabei, für Metall, für grobe Schnitte, für feine Schnitte und. Da, wo ich mit der Bandsäge nicht hinkomme, komme ich halt mit der Stichsäge hin. Ja, der Fräser. Ich werde sicherlich nie auf einen Fräser verzichten, außer die Oberfräse, die ich damals hatte, die habe ich verkauft. Die wollte ich nicht mehr haben. Die hat ordentlich viel Power. Die hat bisher wirklich nie versagt. Auch hier, muss ich sagen, gibt es mittlerweile auch ein neueres Modell, mit dem man, glaube ich, ohne Kabel arbeiten kann. Auch akkubetrieben, hat eine ganz andere Auflagefläche, sogar etwas größer. Soll anscheinend besser sein. Kann ich so nicht beurteilen, kann ich nicht sagen. Ich habe hiermit noch nie Probleme gehabt. Es hat bisher sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn man wirklich mal eine größere Auflagefläche haben möchte, ich habe hier zum Beispiel ein paar Reste an Plexiglas. Da kann man unten die vier Schrauben lösen, eine Bohrung reinmachen, in die neue Platte dran schrauben. Und auch damit hat man dann eine größere Auflagefläche. Also ist nichts Kompliziertes. Es gibt auch einiges an Zubehör für dieses schöne Gerät. Eine Absaugung oder beziehungsweise einen Absaugstutzen.
der extrem viel kostet. Also für ein bisschen Plastik, 40 Euro ist schon viel zu viel. Ich improvisiere gerne, klebe da einfach so einen Schlauch dran, ja, so einen Absaugschlauch quer an die Seite mit Klebeband drum. Funktioniert auch. Man kann sich natürlich irgendwas hinbasteln, aber geht auch so. Thema Fräse oder Fräser. Hier haben wir eine Flachdübelfräse von der Firma Triton, Triton. Ein günstiges Gerät liegt zwischen 100 und 130 Euro, glaube ich. Habe ich mir vor 2 Jahren gekauft. Sehr spät angefangen mit zu arbeiten. Kann man sehr gut mit Korpusse bauen, Platten miteinander verbinden. Ich habe einen Bilderrahmen sogar mitgebaut. Also, Kaufempfehlung, sagen wir mal so. Also weder wow noch schlecht, so ein Mittelding. Kann man machen für den Preis. So, hier haben wir eine Schleifmaschine. Schleifmaschine, ist das keine Flex? Ja, es ist ein Winkelschleifer. Flex ist, glaube ich, der Hersteller, der das erfunden hat, glaube ich, oder das erste Mal sowas auf den Markt gebracht hat. Eine kleine Version, wie ihr seht. Ich hole mir meistens die kleinen, kompakten Geräte, das, was mir quasi ausreicht. Man muss jetzt nicht unbedingt wirklich diese riesen, fetten Geräte holen, wenn man hier nur mal ein bisschen Metall schleifen will. Auch das werde ich euch in der Videobeschreibung verlinken. Könnt ihr mal gerne reinschauen. Bin zufrieden damit. So, und hier ist die Flex. Das ist eine Poliermaschine. Die kann man hier am Regler, kann man die Geschwindigkeit, Drehzahl ändern. Und ein sehr altes Gerät habe ich mal in so einer Firmenauflösung gekauft. Ich glaube, ich will jetzt nicht lügen, das ist lange her. Ich habe das seit 6 Jahren oder sowas. 15, 20 Euro, 20 Euro. Also wirklich eine sehr, sehr tolle Maschine. Die hat ordentlich viel Power. Früher für mein Auto sehr oft genutzt. Heute mit dem richtigen Aufsatz kann man sogar schön Holzoberflächen, die man mit Wachs behandelt hat, kann man damit auch sehr schön aufpolieren, allerdings nicht mit dem Aufsatz. Haben ist gut, ob man sie jetzt ständig braucht, ist eine andere Sache. Wollt ihr das sehen? Eine Bohrmaschine. Das war's. Klar kann man sich jetzt ein Hilti nehmen oder noch andere namhafte Hersteller, die dann so solche Geräte haben. Aber ey, die paar Löcher, die ich im Jahr bohre, dafür reicht es vollkommen aus. Was habe ich denn sonst? Ah ja, Schleifgerät. Wir wollten eigentlich mit Schleifmaschinen weitermachen. Da kommt der schönste Schleifer, den ich bisher hatte. Und zwar ist das der Mirka Deros. Es liegt wirklich sehr gut in der Hand. Es hat einen 150er Teller drauf. Kann man austauschen. Den 125er, den habe ich auch mit da drin gehabt, in dem Sestena. Eine super tolle Absaugung. Ich kann euch schwören, ich kann euch versprechen, wenn ihr dieses Gerät habt, dann werdet ihr, glaube ich, kein anderes haben wollen. Das bedeutet nicht, dass es keine anderen Maschinenhersteller oder andere Hersteller gibt, die gute Schleifmaschinen herstellen. Das ist nicht das, was ich sagen will. Aber wenn ihr wirklich sowas habt, dann denkt ihr erst gar nicht an eine andere Maschine. Wenn ihr vergleichbare Maschinen verwendet, dann könnt ihr mir mal gerne in die Kommentare schreiben, welchen Schleifer ihr nutzt. Ich bin mit dem Mirka-Schleifer sehr zufrieden. Auch hier muss ich sagen, der kostet halt einige Euro, aber wirklich Ergonomie super, Saugkraft, Staubabsaugung, Power. Ihr bekommt das Ding nicht gebremst, wenn ihr arbeitet. In Kombination mit den Abranet-Schleifgitter, mit den Schleifmitteln, ein Hammerteil. Kann ich nur empfehlen, Leute. Wenn ihr ein paar Euro zusammen gespart habt, dann holt euch den Mirka Deros. Der Akkuschrauber, auch der ist von Bosch. Aktuell arbeite ich jetzt nur noch mit einem Akkuschrauber. Ein zweiter muss auch noch kommen. Ich bin am Aufrüsten und im Moment will ich halt nicht viel mehr kaufen, denn demnächst kommt nämlich der Umzug, am 1. April hoffentlich. Und wenn ich dann da alles eingerichtet habe, wenn alles sitzt, werde ich mir mal anschauen, was mir noch fehlt, was ich noch dazu kaufen muss. Deswegen reicht im Moment ein Akkuschrauber. Cool wäre es, wenn ja, zwei oder drei sogar.
3 ist zu viel. 2 Akkuschrauber reichen aus. Heißluftföhn, 20 Jahre alt oder so, keine Ahnung, funktioniert immer noch, tipptopp. Kann man auch gebrauchen. Einen dicken Hobel, den will ich euch auch noch zeigen, weil dazu habe ich die meisten Fragen bekommen. Den dicken Hobel, den will jeder irgendwie wissen. Ob ich damit zufrieden bin, wie gut das Ding ist, gut, schlecht, Preis-Leistung. Ich packe das Ding mal aus. Boah. Schwede. Den dicken Hobel, den habe ich mir gekauft. 1,5 Jahre. Ein Jahr. Vom Andi. Andis Werkstatt. Er hat sich nämlich damals einen neuen zugelegt, den Makita. Und wollte den hier loswerden. Da habe ich gesagt, okay, ich komme vorbei, schau mir den an. Top gepflegt, super Zustand. Und hat er mir natürlich einen Freundschaftspreis gemacht. Da konnte ich nicht nein sagen. Habe das Gerät dann auch mitgenommen. Und bisher bin ich wirklich sehr zufrieden. Das ein kleines Problem habe ich. Da ist im Hobelbild erkennt man so einen Schlag. Das wusste ich. Ich wollte schon immer mal reinschauen, woran das liegen kann. Jetzt hat mich der Robert von Neue Werkstatt, den kennt ihr ja, das ist ja so der Maschinen, der Freak sozusagen. Wenn ich nämlich ein längeres Stück Holz reinfahre, diese Rollen sind nicht plan mit der Oberfläche hier. Das heißt, fährt schräg rein. Auf der anderen Seite ist genau dasselbe. Wenn die Platte rauskommt, dann stößt die erstmal gegen die Rolle hier und dann hebt sich das Holz und ich vermute mal, dass dadurch so ein Schlag entsteht, beziehungsweise so eine Kuhle im Holz entsteht. Ich kann das Gerät, die Maschine auf jeden Fall weiterempfehlen, aber auch hier muss ich sagen, die Absaugung funktioniert auch perfekt. Mit dem 100er Schlauch, den ich habe, super. So, und hier kommen wir zu der meist gehassten Tischbaumaschine. Und zwar ist das die Bosch PBD 40. Auch die habe ich mir damals gekauft, wo ich hier die Werkstatt eingerichtet habe und nicht viel Geld ausgeben wollte. Es ist jetzt kein Schrott, das würde ich jetzt nicht behaupten. Aber für den Preis würde ich sie mir nicht nochmal holen. Empfehlen würde ich diese Maschine, um ehrlich zu sein, nicht, wenn man jetzt gerade präzise Arbeiten machen will. Wie ihr sehen könnt, habe ich hier kein Drehrad, es ist ein Drehkreuz. Das Drehrad habe ich abgemacht und stattdessen das hier eingebaut. Das hat mir ein Kollege auf Instagram zukommen lassen. Er fertigt die Dinger und verkauft die auf eBay. Die Maschine im Großen und Ganzen, ich sage jetzt mal 4 oder 3 Punkte von 10. 4 Punkte von 10, würde ich sagen. Naja, man kann damit arbeiten, ist so ein Zwischending. Also ich würde es mir nicht nochmal kaufen, sagen wir mal so. Links von der Tischbaumaschine steht hier meine Rockwell Bandsäge. Eine kleine, robuste, stabile Bandsäge. Warum die jetzt gerade hier auf dieser kleinen Werkbank steht? Ich habe nämlich diesen Unterwagen demontiert, weil ich ja, wie gesagt, mich so langsam vorbereiten möchte auf den Umzug. Da sie jetzt nicht bei jedem Projekt eingesetzt wird, habe ich die erstmal hier auf die Werkbank gestellt. Und wenn ich die dann wirklich mal brauche, dann kommt sie einfach auf die Tischkreissäge oder auf meine große Werkbank. Kann dann da gemütlich arbeiten. Bin sehr zufrieden damit. Man kann da ein breites, ein schmales Sägeblatt einbauen. Die Absaugung funktioniert auch einwandfrei. Der Robert hatte sie mir ja damals verkauft, hat die auch wirklich sehr, sehr gut gepflegt. Und ich bin heute der glückliche Besitzer dieser Bandsäge. So, zum Schluss möchte ich euch noch kurz den Druckluftnagler von Makita vorstellen. Hat ein Magazin für ausreichend viele Nägel, für kleine Nägel, für lange Nägel. Und zwar von 20 mm bis 50 mm Nägel. Ein so ein Pack reicht, glaube ich, ein ganzes Jahr. Je nachdem, wie oft ihr das braucht. Ich habe da extra noch einen Schlauch für gekauft. Das ist auch der Kompressor, den ich euch mal mit zeigen möchte. Der Kompressor, den habe ich, der hat ein Volumen von 9 Liter, glaube ich. Und der reicht jetzt für ein paar Nagelarbeiten, reicht es vollkommen aus. Und auch mal mit der Luftpistole mal ein paar Sachen auszublasen, ist das eigentlich optimal für so eine kleine Werkstatt. Ja, das war's, liebe Freunde. Wir sind jetzt endgültig durch. Alle meine Maschinen habt ihr jetzt kennengelernt, womit ich arbeite, womit ich zufrieden bin. Mein Fazit zu dem Ganzen. Die Tischbaumaschine, die würde ich mir nicht nochmal kaufen, denn es hat einen Grund, wenn ich demnächst umziehe und Starkstrom habe, dann werde ich mir sicherlich eine etwas schwere, robuste, alte Maschine kaufen. Für den Preis würde ich sogar sagen, ist die gut.
wenn man jetzt nicht unbedingt zehntelgenaue Bohrungen machen möchte. Puh, jetzt sind wir durch. Jetzt bin ich aber auch fertig. Ich muss gerade eben schon zweimal trinken, also ich habe einen trockenen Hals bekommen. Ich würde sagen, wir machen hier Schluss. Macht's gut, Leute. Bis dann. Tschüss.